willkommen bei Kaffee auf der Kanzel. Vielleicht wissen es einige von Ihnen, ich bin noch mitten beim Kistenauspacken. Frisch hergezogen hier nach Bottrop ist das eine oder andere einfach immer noch unausgepackt. Aber bei dem, was ich bereits ausgepackt habe, sind immer auch mal wieder Schätze dabei, die schon fast in Vergessenheit geraten sind. Und einer dieser Dinge habe ich heute für Sie mit dabei. Dieser Totenkopf aus Mexiko ist mir dabei wieder in die Finger geraten. Aus einem Mexiko-Urlaub vor 10 Jahren, weiß ich noch genau, er hat mich freundlich auf einem Markt angelacht, habe ich ihn mitgenommen. Und, vielleicht ist es Ihnen gleich schon zu Anfang aufgefallen, nicht nur dieser Totenkopf, sondern auch diese Ohrringe haben es mir angetan und auch die mussten als Souvenirs mit nach Deutschland. Ja, das mag in Deutschland hier irritieren. Fröhlich lächelnde und strahlend bunte Totenköpfe, Ohrringe als Totenköpfe oder auch, wenn man sich ein bisschen mehr einarbeitet, gewisse Brauchtümer in Mexiko, lieben Menschen, Gedichte zu schreiben über ihren eigenen Tod oder auch Totenköpfe aus Zuckerguss mit Namen von anderen Menschen drauf zu verschenken. Ja, das erscheint uns hier in Deutschland doch erstmal ziemlich bizarr. Und, vielleicht ahnen Sie es, natürlich stellte sich auch mir jetzt wieder die Frage, wo findet dieser Totenkopf seinen Platz? Kann man den wirklich ins Amtszimmer stellen und dann beim nächsten Trauergespräch, was man dort führt, lächelt er einen eben auf seine fröhliche und lustige Art vom Regal an? Vielleicht haben Sie eine ganz eigene Meinung dazu. Bei Gelegenheit können Sie mir die gerne mitteilen. Ich für mich habe festgestellt, mit meinem christlichen Glauben kann ich mich gut einklinken in diese mexikanische Umgangsform damit. Natürlich bleibt mir meine deutsche Kultur, mein deutscher Traditionsreichtum da auch erhalten, aber die Leichtigkeit, mit der dort der Tod mit ins Leben hineingeholt wird, die kommt mir sehr nah. Und gerade in der aktuellen Zeit, noch in der Passionszeit, aber schon mit deutlichem Blick auf Ostern hin, sind das ja für mich als Pfarrerin wieder die Themen, die oben aufliegen. Und die Auferstehungsbotschaft und all das, was uns im Reich Gottes erwartet, das, was ich auf jeder Beerdigung predige, das stelle ich mir genau so vor. Das stelle ich mir bunt, blumig und farbenfroh vor. Und da kann ich eben auch gerade mit meinem Beruf voll und ganz hinterstehen. Ein Spruch aus der Bibel, der mir dazu einfällt, der vielleicht nicht ganz so locker, leicht und fluffig daherkommt, wie eben diese mexikanische Tradition, aber ein Stück weit das Ganze zum Ausdruck bringt, ist: Und am Ende wird Gott, der Herr, abwischen alle Tränen von ihnen, ihren Augen. Und es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei mehr sein und es wird kein Kummer mehr sein. Denn am Ende, da erwartet uns eben Gutes und Positives. Und deswegen kann ich gut dazu stehen, zu sagen, ja, dieser Totenkopf wird seinen Platz finden in meinem Arbeitszimmer. Amen.